Petra. Ja, wo wohnst du? Noch eine Frage. Ja. Jetzt kommst nicht du? An Hella von Sinn, sondern jetzt an Domian. Ja. Ich wieder trinken, ne? Prösterchen. Und zwar zum einen erstmal eine Bemerkung, die sicherlich Hella freuen wird. Die Mütze ist echt scheiße. Ah. Jetzt sei still, Hella. Diese Mütze ist scheiße. Der hat so eine immer im Garten auf. Ja, das ist ja auch eine ganz derbe Mütze für derbe Männer. Guck mal, selbst Hella sieht damit noch selbst Hella sieht damit bescheuert aus. Und mich kann ja eigentlich kein Hut entstellen, wo ich 5 Jahre lang bei alles also oder die allermöglichsten Hüte dann getragen habe. Ich habe jetzt aber noch eigentlich eine andere Frage. Bar ist die Scheiße. Also und zwar, empfindest du wirklich Stehpinkeln als absoluter Ausdruck von Männlichkeit? Ja, finde ich. Was? Ich habe nicht gehört. Das ist auch gut so. Was ist ein absoluter Ausdruck von Männlichkeit? Was? Stehpinkeln. Also Petra, ja, das finde ich. Du magst meine Mütze nicht. Deshalb bist du mir ein bisschen unsympathisch jetzt schon. Petra, du bist mir so sympathisch. Nein. Du glaubst nicht, wie sympathisch du mir bist. Diese alte, räudige Fidel Castro-Kappe, die ihm aus irgendeinem Second-Hand-Laden nachgeworfen worden ist. Ihr lieben Domian-Fans, steht mir bei. Er hat die sich wirklich klöppeln lassen. Die hat er sich für teures Geld anfertigen lassen. Man glaubt es nicht, weil er behauptet, der kurze Schirm ständ ihm so gut. Diese Frauen walzen mich nieder. Hilfe. Und mit dem Stehpinkeln. Ich lasse es ja inzwischen, nachdem wir auch die Urinella haben, wir Frauen. Lass die Jungs ruhig im Stehen pinkeln. Also Petra, du findest es besser, das wenn Problem die Männer... Das Problem ist, sie müssen es halt nachher abwischen. Wenn die Männer im Sitzen pinkeln, Petra. Nein, es ist mir eigentlich im Prinzip schnurzegal. Ja. Genau, wer will nur überhaupt schon... ich denke, es ist einfach kein Ausdruck von Männlichkeit. Ja, da müssten wir beide nochmal in Ruhe drüber reden. Das würde ich dir dann ganz ausführlich erklären und dann bist du sicher auch meiner Meinung. Ich meine, die große Faszination des Stehpinkels ist ja, dass Männer im Stehen ein Feuer auspinkeln können, was Mädchen nicht können. Das ist in der Tat ein Neid. Ich habe keinen Penisneid, aber ich habe einen im Stehen Pinkelneid. Petra. Ich habe ihn immer, wenn ich öffentliche Toiletten besuche. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Pantomimischen Herpes. Ja. Liebe Petra. Alles klar. Bye, bye. Tschüss. Wir haben jetzt 1.32 Uhr und wie viele Sekunden? Und 21 Sekunden. Du das wirst heißt, jetzt gleich diese Dinger runterschieben, damit wir keine Rückkopplung haben, weil wir werden jetzt auf diese herrliche Musik ein kleines Tänzchen machen. Wir machen jetzt eine Pause. Und das wird erfahren sind. Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt das jetzt Spaß, leider nicht gesehen. Mit Hella von Sinn zu tanzen, weil sie lässt sich nicht führen. Und wie schön habe ich mich gerade führen lassen. Und ich liebe Frauen, die sich führen lassen. Das kriegen wir auch noch hin, wir beiden. Schnuckel. Schatz, wir werden einen Teufel tun. Und das weißt du auch. Aber ihr hört nicht auf, damit zu kokettieren. So. Ihr Lieben, wenn ihr mit uns reden wollt, über uns, über die Sendung, über Hella von Sinnen, über Jürgen Domian, ruft an 0180-5678-111 oder faxt. Und wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, die Faxnummer kennt jede Katze, nein, die sage ich jetzt nein, nicht nochmal. 56-78-110. Wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ich trinke hier lecker Pikolöchen, weil wir haben ein Buch gemacht. Wir kennen uns seit 1975 oder 76? Ja, 76. Wir haben zusammen Abitur gemacht und haben jetzt nach all den Jahren gemeinsam ein Buch gemacht. Ich habe den Domian interviewt, Stund um Stunde an seinem Küchentisch. Und dieses große Interview ist in diesem Buch. Und es sind auch Protokolle aus dieser Sendung aus dem letzten Jahr. Domian hier abgedruckt. Und es ist ein sehr schönes Buch geworden. Jetzt begrüßen wir ganz herzlich Iris. Und Iris ist 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Iris, hi. Ja, servus. Ich wollte mal fragen, und zwar, wo Hellas Schamgrenze anfängt. Die Scham- oder die Schamgrenze? Schamgrenze. Ja, Schamgrenze. Das ist eine schwierige Frage, schwer, ja. Weil ich in dem Buch in der Tat den Domian mehr löchere. Ne? Also wenn das Buch umgekehrt gewesen wäre, wenn er mich interviewt hätte, ich weiß nicht, ob ich nicht wirklich verschämter gewesen wäre als du. Also ich war überrascht über deine Offenheit, worüber du wirklich sprichst. Ich weiß nicht, ob ich das...
alles so erzählt hätte, weil ich natürlich auch in einer sehr engen Beziehung mit Cornelia Scheel lebe. Und die Conny, der ist eigentlich so Diskretion eigentlich sehr wichtig. Ist auch richtig. Ja, also ich glaube, der Conny wäre es nicht so angenehm gewesen, wenn ich so aus dem Nähkästchen geplaudert hätte. Ich habe wirklich einige Sachen erzählt, der Hella erzählt, und das ist in dem Buch jetzt abgedruckt, die ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt habe. Also wo niemand anders auch weiß. Ja, oder ganz wenige Leute nur im privaten Kreis, ja. Jetzt, aber das ist eine schwierige Frage mit der Schamgrenze. Ne? Hast du eigentlich Angst davor, dass aufgrund deiner Offenheit bestimmte Beziehungen vielleicht sogar zu deinen Eltern eine andere Qualität bekommen, nachdem sie dieses Buch gelesen haben? Eigentlich nicht. Wobei das Thema Eltern ein großes Problem ist, weil, das habe ich hier auch schon einige Mal erzählt in der Sendung, meine Eltern schon Probleme haben mit meiner Offenheit und auch Probleme haben mit eurer Offenheit. Dass ja eben so viele Leute ganz, ganz frei von der Leber weg sehr persönliche und intime Dinge besprechen. Meine Eltern sind ziemlich alte Leute und aus einer Generation kommend und auch aus einer Schicht kommend, wo man das eben nicht so macht. Insofern ist das schon ein Problem. Ja. Das kenne ich von meinen Eltern auch. Ich glaube auch, also mein Vater, der eigentlich alles bejubelt, was ich so in den letzten 10 Jahren oder auch 20 Jahren gemacht habe. Ja, mein Vater steht wirklich hinter mir. Und du musst dir vorstellen, der ist, wenn er so in Gummersbach Schnee pflügt oder die Straße kehrt, dann wird der manchmal, also damals nach diesem großen Skandal, Hella von Sinnen liebt Cornelia Scheel, ist der wirklich von Nachbarn auf der Straße gefragt worden, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Ihrer Tochter? Ach Gott. So nach dem Motto, mit diesem Monster-Beast kann ja keiner mehr Kontakt haben. Und dann ist mein Vater immer eigentlich sehr, sehr süß und sehr tapfer und steht sehr zu mir. Und das macht mich auch sehr glücklich. Mhm. Stolz auch. Ist auch stolz, ja. Gut. Iris, du hast die Hella gefragt nach der Schamgrenze, ne? Ich frag die Hella jetzt, würdest du in eine öffentliche Sauna gehen? Ich bin früher sehr gerne in öffentliche Saunen gegangen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war lange nicht mehr drin. Vor 2 Jahren waren wir in Stuttgart noch in der Dampfsauna. Und wenn der Alkohol so diese berühmte Grenze vielleicht auch runterpegelt, dann ist es einem egal. Oder nachts um 4 hat man die Hoffnung, dass niemand von der Bunte da ist. Also ich habe in der Tat ein bisschen Angst, dass das nicht diskret behandelt wird. Mein Körper, und davor habe ich seitdem ich prominent bin, mache ich Dinge nicht mehr so ungestüm, wie ich sie früher gemacht habe. Also am FKK-Strand zum Beispiel war ich bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr. Ja. Und früher war es für mich das Schönste. Also Schwule haben jetzt assoziiert mit der Dampfsauna schmutzigen Sex. Gab es bei euch auch schmutzigen Sex in der Dampfsauna? Nee, bei uns gab es nur kühle Getränke. Iris, noch eine Frage? Nein, aber ich wollte mal sagen, dass ich euch beide also wirklich ganz, ganz arg toll finde. Vielen Dank. Euch riesig bewundere. Wofür? Ja, ich weiß nicht, ihr seid so menschlich einfach. Ja. Das finde ich ein gutes Kompliment, freue ich mich. Vielen Dank. Also bei mir war es jetzt so, dass mir es eigentlich die letzten Tage richtig dreckig ging. Was ist passiert? Ja, nee, ich habe einfach mal wieder so einen Schub von Depressionen. Ne? Und nimmst du Medikamente dagegen? Nee, momentan nicht. Also ich habe jetzt morgen wieder einen Termin oder ich versuche einen Termin zu bekommen. Was hast du genommen? Hast du Prozac genommen oder was? Nee, also sagen wir mal so, es war immer ein Auf und Ab und teilweise, also was ich gekriegt habe, war mal Druxal eine Zeit lang, eher zum Ruhigstellen. Ne? Aber du bist bei einem Psychologen in Behandlung oder beim Arzt? Eigentlich nicht laufend. Mhm. Ja, das ist ja mein Problem. Ich habe immer gedacht, irgendwie schafft man es alleine, aber es geht halt doch nicht immer so. Es schafft man nicht alleine. Ich kann das also wirklich aus eigener Erfahrung sagen, und selbst in einer sehr glücklichen und in einer tollen Beziehung, in der ich sehr, sehr aufgehoben bin und mit wunderbaren Freunden und einem guten familiären Umfeld, es gibt einen Punkt, wo die Depression dich einfach umklammert und wo du einfach professionelle Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Die Conny sagt das immer so klasse, wenn jemand eine Blinddarmreizung hat oder einen Arm gebrochen hat. Natürlich geht man zum Arzt. Und wenn die Seele einen Knacks hat oder einen Bruch hat, dann sollte man zu den Ärzten gehen, die dafür zuständig sind oder die das studiert haben. Es ist sehr schwierig, gute Psychologen und Psychologinnen zu finden. Ja. Aber wenn man jemanden Gutes findet, war das für mich persönlich eine ganz, ganz große Hilfe, mich zu sammeln und mich zu stärken. Eine Frage hätte ich noch an dich, Hella. Und zwar habe ich mal gehört, du hättest auch einen Diabetes bekommen. Ja, habe ich jetzt. Seit 2-3 Jahren. Ich nehme so Tabletten nach dem Essen. Ja, weil ich bin auch Diabetikerin. Ich habe Insulinpumpe. Ne? Ja, das habe ich nicht.
Ich beschäftige mich da, um die Wahrheit zu sagen, nicht richtig mit. Ich bin kein gutes Beispiel, hier, tut mir leid. Aber ich trinke und ich esse. Ich schmeiße mir nach jedem Essen eine Mediabet in den Rachen. Das sind bis zu 40 Mediabet am Tag. Das ist nicht schön. Nein, nein, ich lüge. Nein, ich kümmere mich nicht genug drum. Ich bin nicht so der Typ für kluges Kümmern. Tröste dich, es ist meistens so, die Patienten, wo ein Diabetes ausbilden am Anfang, da ist auch irgendwo noch so ein bisschen die Verdrängung da. Mhm. Ja. Liebe Iris, wir wünschen dir, dass du ich hätte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen können, Liebelein. Ich habe ja auch Bluthochdruck. Bei mir ist es aber auch ein bisschen Vererbung. Auch die Körperfülle. Ich habe das ja nicht vom Essen. Aber das habe ich von meiner Oma geerbt. Wir wünschen ihr, dass sie aus der Depression rauskommt. Ja. Ja, nein, ich will jetzt, genau. Das ist natürlich jetzt, genau, wir wünschen dir, aber du hast überhaupt angefangen, dass es dir die letzten Tage nicht so gut ging. Ja. Und du wolltest jetzt sagen, dass wir dich heute Abend aufgemuntert haben. Ja, eben. Das ich habe mich riesig gefreut auf die Sendung. Ne? Schön. Und liebe Iris. Noch mehr, dass ich durchgekommen bin. Und wir drücken dir die Daumen und mach dir einfach schöne, diese Vorweihnachtszeit ist ja sowieso so schrecklich, depressiv, anregend. Ich kenne das sehr gut. Ich kann nur raten, guck einfach nachmittags auf Kabel 1, unsere kleine Farm. Das macht immer gute Laune. Und da kann man auch so schön bei weinen, das ist immer so rührend. Da kannst du, weinen ist überhaupt ganz wichtig. Lass mich doch jetzt auch mal ein bisschen Lebensberatung machen. Halte die Tränen nicht zurück, Schatz. Heule, was das Zeug hält. Ja? Es gibt ja jetzt die neuen Tempos, die sind ja sogar niesfest. Heul da rein ohne Ende, weil heulen ist wirklich gut. Tschüss, Iris. Du weinst ja viel zu selten. Das hast du mir in dem Buch auch erzählt. Ich habe hier in der Sendung vor ein paar Wochen wirklich fast, ich habe ein bisschen geheult. Fast ein bisschen, drei Tränchen rausgequetscht. Du musst richtig laut weinen, heulen, es muss laufen. Das Tränenkrüglein muss überlaufen, es muss fließen. Manchmal weine ich, wenn ich dich sehe. Vor Glück. Manni, 28. Bist du Manta-Fahrer? Nein, bin ich nicht. Was ist deine Frage? Meine Frage ist an die Hella gerichtet, beziehungsweise an euch beide. Und zwar, wie sieht das bei euch aus mit Kinderwunsch? Ich habe nie einen Kinderwunsch gehabt. Nie. Ich auch nicht. Tschüss, Manni. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Manni. Keine Ahnung. Ich hatte es selbst als pubertierender Jugendlicher nicht. Und später auch nicht. Das macht der Domian ja nie, ne? Dass der mal so ein schnelles Pacing macht. Hattest du einen Kinderwunsch? Nein, auf Wiedersehen. Nächste der Frage. Der ist so nett, der Manni. Den willst du einfach rausschmeißen. Nein, ich will den nicht einfach rausschmeißen. Aber wir hatten noch nie einen Kinderwunsch. Wir werden auch keinen entwickeln. Auf Wiederhören. Tschüss, Manni. Dankeschön. Tschüss. So ist Hella. Ich habe ein bisschen hier Stimmung in die Boot. Zu den Männern bist du so. Zu den Männern bin ich so. Jetzt kommt Manuela, sprechen wir mit Manuela, genau. Manuela ist 29 Jahre alt, ist sicher sehr nett und wir plauschen mit ihr. Hi. Hallo ihr zwei. Ja. Und zwar, ich habe eigentlich eine ernste Frage an euch beide. Und zwar, wie denkt ihr über Organspende? Sprich du, ich suche meinen Organspendeausweis raus. Ich habe auch einen Organspendeausweis. Ich finde es ausgesprochen wichtig und es kann nicht genügend Menschen geben, die einen solchen Ausweis mit sich herumtragen. Ich bin absolut bereit, all meine Organe zu spenden, wenn ich gestorben bin. Ich sehe nicht ein, dass das irgendwie in der Erde verfaulen soll, wenn andere Menschen dadurch noch Glück haben und ihnen geholfen werden kann. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass irgendein Organ in mir noch tauglich ist, nach diesen Alkoholmengen und Mediabetes und Bluthochdrucktabletten, die ich in meinem Leben lang zu mir nehmen werde. Aber ich habe auch einen Organspendeausweis jetzt seit ein paar Wochen. Wir wollten das immer schon machen und man macht es ja dann nie und jetzt haben wir endlich einen. Mhm. Und ich finde das auch völlig normal, weil wenn mein Körper nicht mehr existiert, dann muss der sowieso verbrannt werden, ganz schnell, damit das nicht vor sich hin fault, wie du auch sagtest. Mhm. Und alles, was noch tauglich ist, vor allen Dingen auch, ich bin ja selber kurzsichtig, so Hornhäute kann man ja ganz toll noch gebrauchen für Leute wie mich, oder nicht für mich, sondern für viel schlimmer Kranke. Das muss man doch machen, weil ich meine wirklich, der Körper nach dem körperlichen Tode, entschuldigt bitte, aber interessiert wirklich keine Katze mehr. Hast du auch einen Spenderausweis, Manuela? Ja, also seit Oktober diesem Jahr jetzt. Und, wie kam die Entscheidung bei dir, dass du dir einen zulegst? Das war eigentlich in deiner Sendung. Mhm. Weil so viele kranke Leute bei dir anrufen und ich habe mir da eigentlich dann Gedanken drüber gemacht und ich wäre jetzt 30, da wird man ein bisschen ernster. Nachdenklicher. Dann habe ich das halt einfach gemacht. Und ich finde das eigentlich so gut. Ich hoffe, dein Beispiel macht viel, viel Schule noch. Liebe Manuela, noch eine Frage? Nö, ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich für euch beiden ein Autogramm machen könnte. Das arrangieren wir gleich. Du wirst nochmal angerufen. Und wenn du nochmal anrufst, Liebelein, machst du den Fernseher leise. Ne? Wir haben hier die Rückkopplung. Okay, danke. Tschüss, Manuela. Tschüss. Tschüss.
Sabine. Man spricht überhaupt nicht mit mir darüber, wie aufregend es für mich ist, dass ich in meiner Lieblingssendung sitze und alles mal hier so klugscheißerisch mitmachen darf. Ich glaube, es gibt keinen prominenten Menschen in Deutschland, der so oft diese Sendung schaut wie Hella von Sinn und Cornelia Schäfer. Ja. Ich glaube es auch nicht. Mhm. Hallo, wen haben wir? Sabine. Ja, hallo Jürgen, hallo Hella, hallo Sabine. Euch? Ach, es geht mir wirklich gut. Hella, weil betrinkt wir haben ja, gerade. Nein, ich betrinke, nein, Moment, ich trinke ein Schlückchen Sekt. Ja, das ist das zweite Schlückchen gewesen sein. Wasser. Du trinkst aus deiner Brackwand. Ihr liebe Nation, das klären wir jetzt mal. Ja, wir trinken hier gleich auch ein du Schlückchen. Sau. Meine Freundin feiert nämlich heute ihren Geburtstag. Wer? Meine Freundin feiert dann ihren Geburtstag rein. Meine Freundin feiert rein. Wir gratulieren natürlich. Ich singe gleich. Ich muss jetzt erstmal sagen, dass der Mann immer Wodka sich hier reinschüttet nach Finna. Nein, ich kann mich nicht betrinken, weil wir morgen nach Dresden fliegen müssen. Und wenn ich mit einem schweren Kater in Dresden, im Flugzeug nach Dresden sitze, dann muss ich ja, ne? Ist nicht schön. Bitte? Dann braucht man die Tüte. Genau, und wer will das schon? Kein Mensch. Deswegen betrinke ich mich nicht. Ich trinke gediegen ein Gläschen Sekt zur Feier dieses Buches. Manuela hatte bestimmt noch eine Frage. So, und jetzt, nein, wir singen jetzt erstmal, wir singen jetzt erstmal für ihre Freundin und auch für unsere Freundin Uli. Für alle, die heute Geburtstag haben oder gestern Geburtstag hatten, ein kleines Happy Birthday. Ja. Ich habe deine Schlagerqualitäten so angepriesen. So, pass auf. Wir sollten sowieso bald mal eine Platte machen. Schöne Idee. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Freundinnen, Freundinnen, Geburtstagskinder, Happy Birthday to you. Gut, ne? Freut sich deine Freundin? Ja, die sitzt im Wohnzimmer und ich bin in der Küche. Und die nimmt es hoffentlich jetzt auf. Bitte? Die nimmt es hoffentlich jetzt auf Video. Nee, hat sie nicht. Naja, aber sie hat es gesehen. Das kann man. Sie hat es gesehen und das ist toll. Gut. Manuela, also, jetzt aber zur Frage. Genau, zu dem Buch. Ich muss sagen, ich habe das gestern gekauft, habe mich in der Stadt gleich hingesetzt, habe angefangen zu lesen und musste irgendwann sagen, nee, ich muss nach Hause fahren, weil mir standen ständig die Tränen in den Augen. Und auf der anderen Seite war ich immer wieder am Lachen. Und ich habe auch das erste Buch und ich muss sagen, das zweite ist noch grandioser. Das ist schön, weil ich da ja mitwirken durfte. Schönen Dank, ja. Schönen Dank. Und ich denke mal, auch gerade durch dich, Hella, ist das Buch fantastisch geworden, weil man dich von einer ganz anderen Seite kennenlernt. Ja, das stimmt. Also das habe ich gestern hier in der Sendung ja auch schon gesagt. Man kennt Hella von Sinn oder sie wird immer in eine Schublade gestopft von wegen Ulknudel und sowas. Ja. Dieses Buch ist wirklich der allerbeste Beweis, dass es auch eine sehr fundierte andere Seite von Hella von Sinn gibt. Nämlich, dass sie sehr seriös und journalistisch an ein Interview herangeht. Was für mich eine große Herausforderung war. Und irgendwas trinkst du. In der Tat. Du weißt das aber. Ja, ich weiß das. Weißt du, wenn ich das mal eben sagen darf, mich persönlich irritiert das. Also jetzt nicht du und deine Kritik, also die positive, sehr positive Kritik freut mich natürlich sehr. Aber mich persönlich irritiert, wenn ich Menschen treffe, auch nach meinem Solo, was ich jetzt 3 Jahre gespielt habe, die zu mir kommen und sagen, also Frau von Sinnen, das hätten wir Ihnen ja nicht zugetraut. Weil ich frage mich wirklich, ob die Leute immer denken, dass ich mit alten Kuchenresten Chaka-Chaka rufend durch die Stadt renne. Natürlich habe ich auch irgendwas in der Hirnschale und habe Interessen und habe Spaß auch an klugen Gedanken. Und ich habe auch noch andere Hobbys. Und ich bin manchmal so überrascht, dass alle Leute immer nur denken, eine Ulknudel ist irgendwie, ja, eine Ulknudel. Mhm. Und bleibt sie auch. Ja, merkwürdig. Ja. Also wir bedanken uns sehr für das Kompliment, Manuela. Sehr nett. Hallo? Hallo? Jetzt ist sie schon weg. Ja, sie musste jetzt mit ihrer Freundin weiter. Sabine. Ist trotzdem schon weg. Sabine. Ist doch schon weg, Liebchen. Chris. 28. Chris ist auch weg. Das ist sehr gut, weil du beziehst mich auch überhaupt nicht mehr richtig mit ein. Weil jetzt nehmen wir nämlich Ralf, 22. Ralf. Hallo, Ralf. Ralf, hallo. Ralf, die haben uns wieder alle aus der Leitung gewuppt. Was für eine herrliche Gelegenheit, jetzt über unser Buch endlich mal zu sprechen. Es heißt Jenseits der Scham. Es besteht, wie gesagt, aus Protokollen aus dieser Sendung. Es ist, was die Anruferin gerade gesagt hat, auch teilweise sehr tragisch und auch traurig. Und es ist teilweise sehr, sehr witzig. Also zum Beispiel das Gespräch mit Elfriede. Das könnten wir jetzt mal nicht imitieren, wir haben schon wieder einen Anrufer. Nee, ist schon wieder weg. Nee, wir haben keinen Anrufer. Also nur den Anfang, den lesen wir mal vor. Wir imitieren jetzt mal, wie das damals war. Ja, das ich spreche jetzt Elfriede und werde das mal so ein bisschen rheinisch einfärben hier, ja? Also jetzt ist am Telefon Elfriede, 77 Jahre alt. Hallo Elfriede. Ja? Ja, Elfriede, hier ist Jürgen. Du bist jetzt dran. Elfriede? Ja? Warum hast du denn zum Thema zu alt für Sex hier bei mir angerufen? Dominan. Ja. Ach, da ist der Dominan. Nein, hier steht natürlich Domian, aber egal. Ja, ich bin's. Du bist jetzt dran, Elfriede. Ja, ach so, also Sex im Alter, das ist ja das Gleiche wie in der Jugend. Ne? Da gibt es ja keine Unterschiede. In der Jugend war man aber flotter und schneller. Ich bin ja alleinstehend, ich habe ja nur Telefonsex. Du hast Telefonsex? Wen rufst du denn an? Ja, verschiedene Nummern.
Also so kommerzielle Sachen, das ist kein Bekannter von dir. Nein, das ist ein ganz großer Witz gewesen. Du wirst es nicht glauben, Domian. Ich bin alleine und durch einen Unfall behindert. Und da wollte ich die Telefonseelsorge anrufen. Die Telefonseelsorge? Ja, jetzt stell dir vor, ich habe mich vertan. Ich hatte plötzlich einen Telefonsexdienst am Telefon. Das ist ja wunderbar. Und dann, erzähl mal. Ja, also ich habe am Telefon geweint. Und der junge Mann hat sich wohl gedacht, was ist denn wohl da los? Der war aber jetzt so anständig. Das war ein junger Mann von 39 Jahren. Und er sagte, jetzt legen Sie mal auf und rufen Sie eine andere Nummer an. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam der wieder ans Telefon und der sagte mir, dass das sonst viel zu teuer gekommen wäre. Und dann hast du mit dem richtig Telefonsex gemacht? Ja, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte. Ne, da kamen wir auf das Thema. Und dann haben wir es gemacht. Und du rufst ihn jetzt auch noch öfter an? Ja, die Woche einmal. Die Woche nur einmal? Ja, dann ist teuer, Domian. Elfriede, erzähl mir doch bitte dann nochmal... Wie der das macht, bringt er dich so richtig in Fahrt? Ja, ich kann dir doch jetzt hier nichts vorstöhnen. Nee, das sollst du ja auch nicht, aber ich muss jetzt mal ganz indiskret fragen, bringt er dich dann so weit, dass du auch einen Orgasmus am Telefon hast? Ja. Hast du dann irgendwelche Hilfsmittel dabei? Nein, ich onaniere nur. Mit der Hand oder mit einem Massagestab? Nein, nur mit der Hand. Und wie lange dauert dann so ein Gespräch? Ja, ungefähr eine Viertelstunde. Ach, das ist aber schnell dann. Mhm. Und du weißt auch, wie er dich denn richtig scharf machen kann. Nee, er weiß es. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Also ich finde das wunderbar. Ich finde das wunderbar, dass du das machst und auch, dass du so offen darüber erzählst. Das würde so manch einer in deinem Alter nicht machen und der würde sich schämen. Ja, weshalb soll man sich schämen? In den 30er Jahren war das viel schlimmer. Ich war ein Einzelkind, da war das noch schlimmer. Da musste man sich immer verstecken. Mein Mann ist schon seit 20 Jahren tot. Der war ja Frührentner. Vom Traktor überfahren. Also auf jeden Fall ist es schön, dass du durch Zufall diese Telefonsex-Nummer entdeckt hast. Ja. Und es ist so, dass du dich richtig darauf freust, es einmal in der Woche dann auch zu machen. Ja. Das ist eine richtige Bereicherung für dein Leben. Ja, und man spricht mit einem Menschen, der ganz auf mich eingeht. Das ist wunderschön. Also liebe Elfriede, ich danke dir ganz herzlich für deinen Anruf. Und ich wünsche dir noch sehr viel Spaß beim Telefonsex. Von Herzen alles gut. Tschüss, Domian. So, jetzt wundert euch nicht, dass wir das so lange vorgelesen haben. Wir haben immer noch hier einen Computerabsturz. Das Schöne ist, ich bin ja hier und wir können uns ja unterhalten. Es gibt ein großes Problem. Ich frage jetzt mal in die Regie, ob wir denn irgendwas... Das komplette Telefonzentrum ist abgeschnitten. Wir haben kein Amt. Aber wir sind auf Sendung und ihr könnt uns sehen und auch die Hörer können uns hören. Die Hörer können uns hören. Ja, das ist doch wunderbar. Dann können wir doch einfach noch ein bisschen plaudern. Was ich ganz wichtig finde, was wir vergessen haben, in diesem Buch hier reinzuschreiben, die Namen sind geändert worden. Also die Namen hier sind alle von den Originalprotokollen verändert worden. Und deshalb hieß Elfriede auch nicht Elfriede, sie hieß irgendwie anders und sie sprach auch nicht Kölsch. Aber ich finde dieses Protokoll also eins der absolut charmantesten und hinreißendsten. Gab es irgendwas, nun ist es ja eine ungewöhnliche Situation, wenn man sich so gut kennt und in ein so intensives Interview geht. Gab es etwas, worüber du auch sehr erstaunt warst, das von mir zu erfahren? Also erstmal habe ich mich natürlich gewundert, dass du immer noch so spießig bist wie damals mit deinen... Ja, natürlich spießig. Chris will, dass Hella Chaka Chaka macht. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Können wir die Musik nochmal einfahren? Können wir die Musik nochmal einfahren? Dann mache ich nochmal ein bisschen Chaka Chaka. Da brauche ich ja Musik für. Das muss jetzt auch reichen, weil Chaka Chaka ist ja eine ganz andere Ära. Nein, was hat mich überrascht? Spießig, was meinst du mit spießig? Ach, nicht richtig spießig. Du bist ja eigentlich überhaupt nicht spießig und du hast ja auch Spießigkeit. Mhm. Du bist so, ja, wie soll ich sagen, erschreckend oder erfrischend deutsch. Also wenn ich dich so hier mit diesen Hirschgeweihen sehe und du wanderst durch Fels und Firn, sitzt zu Hause, hörst das Mozart-Requiem, möchtest deine Kinder Franz und Fritz nennen, isst gar nicht mehr gerne italienisch, sondern lieber Hausmannskost. Ich bin so ein bisschen überrascht, weil du bist eigentlich ein klassischer Gummersbacher im Alter geworden. Meinst du, das ist klassisch Gummersbach? Was meinst du? Was ich ist? Weiß es nicht. Das hat sich einfach so entwickelt, dass ich halt auf diese Geschmacksschiene so allmählich gekommen bin. Was lese ich hier? Mike will wissen, warum Hella Klopapierwerbung macht. Lieber Mike, ich habe Klopapierwerbung gemacht. Das ist aber schon jetzt wieder, ich glaube, fast ein Jahr her. Es ist ein Jahr her. Mhm. Warum habe ich das gemacht? Das Jahr viereckig Geld, Liebelein. Da habe ich richtig was dran verdient. Ja? Und im Übrigen liebe ich Werbung. Ich sehe sehr, sehr gerne Werbung und
finde Erwerbung auch eine Herausforderung und natürlich für so ein Produkt wie Toilettenpapier, weil welcher Prominente hat es vorher oder wird das nach mir machen? Eher niemand. Und ich stehe ja immer gerne für so kleine, innovative Aktionen und habe auch gute Resonanz auf diesen Spot gehabt und das fand ich auch sehr lustig. Was ja wirklich sehr erstaunlich ist, du hast seit wie vielen Jahren keine permanente Fernsehpräsenz mehr? Seit 5 Jahren, ne? 5, 6 Jahren. Mhm. Dass du dennoch einen ganz hohen Popularitätsgrad in Deutschland hast. Wie erklärst du dir das? Vielleicht wegen den blonden Haaren und der Sonnenbrille. Heino kennen ja auch 98% der Deutschen. Wie erkläre ich mir das? Ich glaube, dass ich wirklich Star-Qualitäten immer schon hatte und auch habe. Viele Menschen erinnern mit mir Ehrlichkeit, Spontanität und aber auch Spaß. Ich bin halt nicht so ein Eintagspflege. Mhm. Also ich konnte ja jetzt auch in Ruhe 40 Jahre alt werden und ich glaube, ich kann auch locker 60, 70, 80 Jahre alt werden. Ach, wir haben Faxe, das ist schön. Du polarisierst aber auch sehr. Es gibt sicher wenige Menschen, die einfach heller von Sinn so hinnehmen. Entweder finden die dich super ätzend oder sie lieben dich. Ja, und das finde ich natürlich toll, dass ich nicht so ein Larifari-Mittelding bin. Lass uns doch mal Faxe lesen, das ist doch spannend. Hallo ihr beiden, hier meine super wichtige Frage. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag unsichtbar wärt? Macht weiter so, ihr seid beide echt super. Was würdest du machen? Einen Tag unsichtbar. Das ist eine gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe spontan eine Idee. Es gibt doch hier im WDR immer diese Kultserie, die Fußbräuchs, die immer mit Ute Diehl und der Kamera so Faxen machen. Ich glaube, ich wäre wirklich mal gern mit der Tarnkappe bei denen, was da los ist, wenn die Kamera nicht da ist. Ich würde Steffi Graf einen Tag begleiten, unsichtbar. Hallo ihr zwei, ich hätte nur eine kleine Frage an Hella. Wird es vielleicht nochmal Alles, Nichts, Oder mit Hugo Egon Balder geben? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht? Ich weiß nicht, ob ich dieses Fax zeigen soll. Domians Hut ist super. Ich weiß, ihr Lieben, wenn wir von einem Hut sprechen würden, wir sprechen von dieser räudigen, grünen, khakifarbenen, kackfarbenen Fidel-Castro-Kappe. Mein Publikum hat einen sehr guten Geschmack. Einen viel besseren Geschmack als du. Aber die Frage war hier mit Alles, Nichts, Oder. Also man soll nicht nie sagen, der Balder und ich, wir haben eine sehr gute Freundschaft und haben oft zusammen gegessen und gesagt, lass uns doch mal so ein Revival machen oder eine Silvester-Sendung. Aber das ist ja auch sehr teuer und wenn es aber RTL sagen würde, Mensch, Kinder, mach doch nochmal Alles, Nichts, Oder. Also ich glaube, Hugo und ich, wir hätten beide wieder Bock drauf, weil es sind so viele Jahre vergangen und die Sendung hat immer noch Kultcharakter. Die Spiele waren zum Teil sehr, sehr witzig. Die würden auch heute noch funktionieren. Gibt es eigentlich für dich eine Traumsendung, wenn du sagen würdest, das würde ich am liebsten jetzt machen? Erinnerst du dich noch an Schmidt einander, damals mit Feuerstein? Ja, klar. Das wäre eine Sendung nach meinem Geschmack. Also eine Late-Night-Show, nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche oder alle 14 Tage. Wo ich prominente Gäste hätte und zwischendurch kleine Sketche spielen könnte. Das würde ich gerne machen und ein Konzept für diese Show liegt auch vor. Und man muss jetzt abwarten, ob die entscheidungsfreudigen RTL-Bosse sagen. Ja, bei RTL. Ich bin ja so ein treuer Schluffen. Ne? Ich komme ja gar nicht auf die Idee, zu einem anderen Sender zu gehen. Ich warte ja jetzt seit 5 Jahren darauf, dass ich bei RTL wieder Faxen mache. Du bist ja schon mal beim WDR, bei 1 Live. Ralf 22, wie verbringt ihr Weihnachten? Hella. Jürgen. Wie verbringst du Weihnachten? Jürgen, wie verbringst du Weihnachten? Ich bin Heiligabend bei meinen Eltern. Und einen Weihnachtstag verbringe ich auch zusammen mit meinen Eltern. Und den anderen Weihnachtstag verbringe ich hoffentlich zusammen mit Cornelia Scheel und Hella von Sinn. Das kann aber dann nur der zweite Weihnachtstag. Also der erste kann es sein. Weil ja, den zweiten haben wir natürlich auch eine Verabredung, weil meine Mutter selig wäre am zweiten Weihnachtstag dieses Jahr 70 Jahre alt geworden. Und wir haben traditionell jeden 26. Dezember ein Abendessen mit den engsten Freunden. Und dieses Jahr wird das natürlich wieder etwas üppiger ausfallen, weil es der 70. gewesen wäre. Und am 24. sitze ich auch bei meinen Eltern unter der Tanne, also bei meinem Vater und seiner Familie. In Gummersbach. In Gummersbach. Und am ersten Weihnachtstag bist du eingeladen, bei uns vielleicht so ein kleines Schöppchen Glühwein oder einen Schluck aus deiner sehr alten grünen Wasserflasche, was immer du willst. Wir lesen gerade Claudia, Hella und Jürgen, ein tolles Team. Vielleicht sollten wir öfters mal diese Sendung hier zusammen machen oder irgendeine andere Sendung. Ich bin dabei. Mit dir würde ich auch gerne eine Sendung machen übrigens. Ja. Ja, eine Talkshow könnte ich mir gut vorstellen. Morgen machen wir jetzt zusammen die MDR-Talkshow, guckt schön rein. Und alle, die mich sehen wollen im Gloria, 8., 9. und 15., 16. Dezember. Genau. Morgen sind wir hier nicht im Fernsehen, sondern nur im Radio zu hören. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir bitten sehr um Entschuldigung wegen der technischen Pannen am Anfang im Fernsehen und jetzt auch generell mit unserem Telefon. Und wenn ihr das Elfriede-Gespräch nochmal lesen wollt, in diesem Buch steht's drin. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Wir trinken jetzt noch was und lassen es uns gut gehen. Und wir sagen bis dahin. Bye, bye. Ciao. Bis morgen. Tschüss.